Und jetzt macht Sinn. Mo! Ich würde auch empfehlen, auf einer Seite des Feldes anzufangen. Ja, ja, was sie mir empfehlen ist. Okay, ich gebe Profis. Du hättest zwei Bahnen gebraucht, jetzt brauchst du drei. Mach den Rest nicht. Johannes Weizen. Ja. Gucken Sie mal, dass ich als einziger. Aber ich mach richtig zum Feld, du hast nicht die volle Breite vom Streuer so. Machst du? Gib Gas, bitte. Bin fertig. Schwabbel, bitte bis nach vorne fahren. War das mein Fahrrad, Harald? Frau Ehrlich, zurück. Warum? Der Traktor muss vorne stehen. Bleiben Sie. Hab ich doch! Der Traktor mit ich dem muss vorne stehen. Vorne stehen. Go! Go! Ja, okay. Jetzt! Jetzt, Frau Ehrlich. No. Bei Team Fritzel könnte der Traktor auch schon ans Feld kommen. Ja, ja, genau. Herr Mannus, auch für Sie der Tipp, den Düngerstreuer einschalten. Also am souveränsten ist, glaube ich, immer noch. Entschuldigung. Nee, oder? Tut mir leid, hol mal raus! Feld. Ich fahre noch eine Bahn! Was ist das? Ein wildgewordenes Fahrrad auf dem Feld. Deine Witzelzus ist gut, oder? Es ist nicht bezwingbar! Oben noch ein Metka! Hey, Miguel Grubert flügt nach mit seinem Fahrrad! Ja, ja, der Eck noch von dir danach kannst du zurück. So, sieht das gut aus? Das Fahrrad verlässt das Feld, es geht so. Ja, ist gut. Hab ich irgendwas vergessen? Feedback bitte. Herr Ziegel, dürfen wir los? Da ist gut, zurück. Hier, wo ich stehe, hast du was vergessen. Du musst ja eh runter. Komm hier hin. Da mit Düngerstreuer raus. Und ab hier, wo ich jetzt stehe, schmeißt du nochmal den Dünger an. Fahr. Okay, hier rechts auch nochmal. Jupp, zum Feld. Darf ich? Ich stehe schon hier. Nein, noch nicht. Komm, Gas. Ja, ich sehe es. Danke, Fritzel. Fahr weiter rechts. Komm, bei der Höhe. Weiter rechts. Abfahrt. Gerade. Team so, FBI ist jetzt zum Sendern. Matthias, mach dich bereit! Let's go! Gerade, los, Vollgas gib durch! Gas. Komm, wir haben aufgeholt, Harald! Komm, namens Wetter, hü! Wenn du den Düngerstreuer angeschaltet hättest, dann. Ja. Ja, sorry. Okay, komm. Oh. Zeig, was du kannst! Jupp, Gas! Komm, Gas! Jupp! Bär, ich weiß, dass auf dich verlassen ist. Volle Leute, rein in die Olga! Geht los jetzt, Jupp! Ich komm, geb Gas! Du packst das! Jupp, los! Los, Matthias! Ich glaube, du kannst noch... Mach dich bereit, Hans! Links fahren. Du Turi, hau rein! Rechts fahren. Warte. Ja gut, erste Bahn ist schon gemacht. Und super, jetzt! Matthias! Super! Adler, düng mal unser Feld! Nein, bin ich leider nicht. Super! Matthias, wir sind vor dem Landhandel, das... Hau rein, los jetzt, Jupp! Komm! Ja, ist richtig. Also, Matthias! Juppie vor! Noch ein Tor! Heute eingegessen. Los! Okay, Fritz ist schon mal nicht Erster, das ist das Wichtigste. Team A. Komm, Bär! FBI auf der 1, Team Fritzl auf der 2, Landhandel auf der 3. So, Johannes, los! Los! Johannes! Setz nicht um, Jupp, fahr einfach rechts rüber. Johannes! Aha, hätt's Kreis gemacht. Johannes! Gas. Ja, super, Jupp. Super, Jupp. Sieht sehr gut aus, Jupp. Beim Ansehen sieht sehr gut aus. Auf die Sauberkeit geachtet. Super. Fährst echt auf Linie, Matthias, super. Lass nicht stehen. Versuch Kreisfahrt, wir können doch so gewinnen. Sehr gut. Hans, du schaffst das. Da steigt er aus! Fehler bei Fritze, Jupp! Oh nee! Du Turi! Warum krieg ich den Turi? Das war so klar! Sauber, Jupp! Sehr gut umgesetzt! Wichtige Meter! Nein! Bürgermeister, wie ist denn das eigentlich, wenn ein Team eine falsche Frucht hat? Echt jetzt? Ja. Aber ist doch völlig egal, oder? Punktabzug. Es wurde ja, das ist doch völlig egal. Wäre ja Johannes. Wobei ich sagen muss, ich habe gesagt Winterweizen, Gerste. Nee, Weizen haben sie gesagt. Winterweizen. Wir haben Weizen gesagt. Ja, und dann, ja, es Matthias! Johannes, sehr sauber. Mann, nee! Los. Jupp, ist spitze. Zweiter, Jupp. Die anderen holen uns noch. Du kriegst so wieder Blut hoch. Die Schweizer kriegen's auch nicht. Komm, die holen uns noch. Johannes! Oh, scheiße, Johannes fährt. Das ist. Oh. Johannes ist eine Hausnummer.
Johannes fährt sehr souverän, ja, muss man sagen. Jupp. Okay. Pass auf. Jupp. Fahr links und große Wende. Fahr nach links und große Wende. Nicht nochmal zurücksetzen, das kostet zu viel. Links, große Wende. Jawohl, ab! Und rum! Hau rum mit Handbremse! Mach die Handbremse! Los, Johannes, und rein in die los. Honda! Jawohl! Läuft dein Fiat nicht. Sehr gut, das waren wichtige, das waren schon wieder Bäder. Das waren schon wieder Bäder. Immer Ruhe mit der. Ja gut, Jupp. Komm schon. Ein bisschen rechts fahren, Jupp. Du kannst noch ein bisschen mehr Breite nutzen. Einmal noch, dann muss das Ding fertig sein. Komm, Hans, du schaffst das. Das sieht gut aus, Jupp. Komm, Hans. Sieht sehr gut aus, Jupp. Denk dran, wieder schön rum, ne? Schön rum, nach links raus und dann, du kennst dich. Du denk dran, das. Du musst gegen deinen Sohn arbeiten. Bin dabei. Lass ihn fühlen, Jupp. Ah, scheiße. Jupp, was wird das? Das wird Jupp, was nicht. Wird das? Komm, Jupp, das wird was, komm jetzt. Mensch, du musst mehr ausholen. Du musst mehr ausholen. Jupp. Johannes! Jetzt Johannes! Gas. Jupp, versuch die ganze Breite zu kriegen, Mensch. Ja, ich muss sowieso noch mal runter. Vorne weiter links. Ja, perfekt. Johannes, du bei der Wendung. Noch mal runter. Wie musst du nicht unbedingt. Erst wenn wir wieder vorne sind. Ja, ja, aber die anderen müssen mal sehen. Team FBI geht auf die letzte Runde. Oh, jetzt komm, Hans! Ich hab ein Kopfrennen zwischen FBI und Landhandel, so habe ich das Gefühl. Jupp, rum! Er hat die ganze Bahn! Komm, wir feiern! Komm schon, Baby! Komm schon! Die Party ist gestorben, Johannes! Und rein damit! Was machst du, Jupp? Das gibt's was machst du, Jupp? Johannes! Johannes! Komm! Das Feuerwerk zünden wir schon! Ja! Komm! Oh nein! Okay, Jupp, pass auf! Mach Johannes! Die letzten Meter, Johannes! Eins! Hey! Hier rüber! Team FBI. Juhu! Was hat so? Nein! Johannes, stell den Tanker hier hin! Komm! Zweiter ist sieht gut aus, sieht gut aus, Jupp! Ey, du musst jetzt frei warnen! Das macht mal richtig Stress, Mann! Park ein! Fertig! Jetzt sind wir vor dir an, komm schon jetzt! Nein, wir waren fertig! Nee. Team Landhandel war 2 und danach kommt Team Freezy 3. Was? Nein. Komm, fahr durch! Ich hätte gern. Für die Emotion. Was? So, Team 4 ist auch fertig? Ja. Haben wir es geschafft. Okay. Jawoll. Die haben doch alle betrogen, ja. Mann, du Tom, ich stehe noch auf deinem Track. Dann haben wir ein perfektes Siegerfoto. Stimmt. So, ich würde mich kurz mit meinem Schiedsrichter zur Beratung zurückziehen, wenn es in Ordnung wäre. Ja, natürlich. Dann kommen wir gleich zur Siegerehrung. Tag. Hey, Schwabbe. Ja. Guck mal auf die Karte und bei Bodenbeschaffenheit. Wir haben das ganze Feld durchgekalkt einfach und alle anderen haben noch rot stehen. Ja, ne, weil wir sind halt die Besten, ne? Ja, ich weiß. Da kann es ja sowieso nicht. Der bescheißt ja immer. Ja, was? Voll Wunder. Was? Ja, Miguel. Unerhört. Du sagst ja nie die Wahrheit. Absolut unerhört. Eine knappe Geschichte. Aber trotzdem, alle Teams waren gut. Außer Miguel, sein Team. Ja, ich mal. Aber wir haben besser gearbeitet. Es gibt auch welche, die waren die Besten. Aber hey, Hans, das war dein Sohn. Das können wir sein. Aber vom Flügen her habt ihr einige stehen lassen. FBI. Bist du jetzt hier von deinem Sohn enttäuscht? Nö. Nein. Oh. Danke gleichfalls. Also das ist deutlich weniger als die anderen zwei. Naja, aber ey, ganz ehrlich, wir haben uns gedacht, bevor diese Diskussion wieder losgeht, lass mal hier die Eimer gewinnen. Ja, das sagen sie alle und dann sind sie schwanger. Ja, ja. Ach ja. Spannend. Aber mal ganz ehrlich, war doch eine schöne Challenge. Hat doch Spaß gemacht. War lustig auf jeden Fall, ja, das stimmt. Ich fand's auch sehr lustig. Ey, Schwabbel! Ich auch. Hm? Puste mal ja. Ins Ohr. Wem? Wem wohl? So.
Tori ist zu gut. Wir haben ihn extra einfliegen lassen. Sag mal, was macht denn der überhaupt hier? Ja, ich sag ja, wir haben ihn einfliegen lassen. Ich hoffe nur für diese Challenge. Wer weiß, für die Presse kann alles. Warum willst du mich länger hier behalten, Miguel? Der! Schwabbel, du kannannst auch im Landhandel dann duschen gehen. Ich hab gehört, ey, Mo, gell, bis jetzt war ich fair zu dir. Wo ist denn der? Hier, Mo, bis jetzt war ich fair zu dir, ne? Mach hier nicht jetzt einen 31er. Nee, nee. Ja? Wir haben keine Dusche, wir haben nur einen Container. Will ich auch hoffen, ey. Der brennt immer mal, oder? Nee, das sind die Großfabriken nebenan. Ah ja. Gehören uns auch. Was ist denn los? Fritzel ist so leise. Ich höre Fritzel gar nicht mehr, sonst quatscht er doch ununterbrochen. Ja. Warte mal. Heute nicht. Hey Fritzel, wie war das mal kurz Erster zu sein? Ja, es war sehr schön. Und wie findest du so, dass dein Mitarbeiter das komplett vergeigt hat? Ja, nicht so schön. Okay. Aber das ist ja auch so. Warum hab ich denn den Turi bekommen? Warte ganz kurz. Aber er hat es ja nicht vergeigt. Das wäre in der Fahrt ausgestiegen. Zweimal. Na jetzt gut, ich sag mal so, wenn deine Frau da wäre und dein Hof mehr Mitarbeiter umfassen würde, dann hättest du die Probleme nicht. Entschuldigung, es kommt immer so ein 31er und werbt mir alles weg. Warte ganz kurz. Warte bitte ganz kurz. Mo? Recht hat er. Mo? Wenn du mal ein bisschen auch Feldarbeit machen möchtest und mal was dazulernen möchtest, der Landhandel ist immer für dich da, ja? Autsch. Also du kannst gerne bei uns ein Praktikum machen. Auch so auf, wir können ja mal gucken, wie sich's entwickelt. Ja, schauen wir mal. Ist das okay für dich? Ganz ehrlich, mit Kusshand, nehm ihn. Oh, bitte, was soll das denn jetzt? Oha, da will ich mich jetzt mal nicht reinhängen. Ist das dein Ernst? Wer fängt denn mit einem Düngerstreuer an, in der Mitte des Felds zu düngen, wo er dann dreifahren muss, anstatt links anzufangen, wo er nur zwei Bahnen fahren muss? Das erzähle ich mal. Geh da mal hin. Vielleicht bringt er dir wirklich was bei. Nimm ihn mal, Miguel, bitte. Herr Fritzel. Und nimm den Turi direkt mit. Wo steht denn der? Hier, geh da auch mal rüber. Welcher ist der Turi? Wo, was? Wer? Ja, Matthias. Ich war Zweiter. Das erste Mal in einer Welt, dass es mal gewusst hätte, dass Fritze gewinnen hätte können. Und dann krieg ich eins und zwei Pappnasen. Matthias. Ja. Ich möchte mich sehr entschuldigen dafür. Herr Freezy? Sie schlimm, können Freezy wo? Sein, wenn Sie den ersten Tag hier sind und, ja. Mein Arm. Also, mein Name ist Miguel übrigens. Haben Sie vielleicht noch einen Job? Ja. So. Herr Freezy, ich werde schon. Nehme ich meinen Arm, mein Süßer, dann wirst du wieder ganz ruhig. Wir sind zu einem Urteil gelangt. Massier mir bitte den Rücken. Oh, das machst du also echt gut. Fritze, ich will nichts sagen, ne? Aber du hast Leute um dich legendär. Jeder also mit Schwabbe und Mo kannst du auf jeden Fall auch. Kriegst auch Fördermittel für die zwei, oder? Du Schüsse. Ich hab auf jeden Fall Vorteile beim Parken. Oha. Integrationsgelder. Eieiei. Da muss ich aber los. Die wollen nicht wissen, wer die Million gewonnen hat. Ja, bitte. Wir würden dann zur Siegerehrung übergehen. Ja. Ach, echt? Ist schon soweit? Ja, tatsächlich ist schon soweit. Na dann, bitte. Ich hoffe, dass Sauberkeit. Zeit zu tanzen oder? Also, einmal Ohrenspitzen, bitte. Ja. Wir haben bewertet. In den Kategorien Sehen, Düngen, Pflügen, die Sauberkeit und dann die Schnelligkeit. Na? Warte ganz kurz, die Post ist wieder unterwegs. Nicht unterwegs. Ist nicht unterwegs. Jetzt ist das, wieder da. Liegt das am Teamspeak oder liegt das an mir? Yes. Teamspeak. Okay. Also. Im Thema Pflügen in der Sauberkeit auf Platz 1 liegt der Hof Ehrlich. Jawohl! Auf Platz 2 haben wir das Team FBI. Juhu! Auf Platz 3 den Landhadel, auf Platz 4 den Fritz. Was? Das ist doch. So, boah, dann. Da ist schon mal letzter geil, Fritze. Dann geht's weiter in die Kategorie. Wo steht der? Wo steht der? Da muss ich sagen, stell ich mal richtig da bei dem hin. Ist das Team FBI und das Team Fritzel
würden sich eigentlich den ersten Platz teilen. Beim Fritzl war eine kleine Macke mit drin, sprich auf Platz 1 Schweizer, FBI, auf Platz 2 der Fritzlof, auf und Platz welches, gut, welches ist das jetzt, Entschuldigung? Düngen. Ach, Düngen. Ja, okay, so schlecht war es gar nicht. Du wärst schneller gewesen, wenn du und auf Platz links angefangen hättest. Landhandel beim Düngen. Warum auf Platz 4? Was? Na, schauen Sie mal auf die Karte, dann sehen Sie warum. Warum ist denn bei uns alles dann blau? Hast nichts anderes verdient, Miguel. Also warum ist bei uns alles, ne? Schwabbel. Harry kann halt nicht so gut Scheiße verteilen. Nee, warte mal, wo ist er denn? Schauen Sie mal unten rechts bei Ihnen, Frau Ehrlich, das sind zwei. Dann passt zu dir, ey. Ja, aber oben aber sind doch viel mehr Punkte als bei uns. Ist bei uns. Düngen her. Nein, nein, das ist in der Mitte ein Strich. Hä? Nein! Aber der wird nicht mal angezeigt. Na, aber sicher. Da ist keiner. Doch, du musst halt Fliegen wegmachen und halt Kalken wegmachen. Ja. Da ist bei uns alles blau. Ist bei uns, auch alles blau. Nein. Nee, wir haben einen Punkt. Ja, ein Pünktchen, aber alle anderen haben mehr Pünktchen als die wir. Anderen haben gar kein Pünktchen. Ruhe. Also, wenn ich jetzt nur von gedüngt, ist bei uns alles blau. Der Manus mag komplett dran zoomen. In der Mitte hast du einen Strich. Voll dran. Ja, in der Mitte einen Strich. Also ich kann gerne noch dann später zur Aufklärung Beweisfotos schicken. Ja, bitte, mach ich auch. Ja, dafür müsste der Ziegel mal kurz von dem Strich runtergehen. Ja gut, wenn man da drauf drüber läuft, sieht man es auch im Hart, dass da nur weniger Prozent sind. Gut. Da ist, wie es ist. Dann haben wir noch das Thema Sehen beurteilt. Da ist auf Platz 1 auch wieder das Team FBI. Dann das Team Landhandel, dann das Team Ehrlich und dann der Fritzlhof. Und im Thema Schnelligkeit hat man ja quasi schon die Auflösung vorhin. Auf Platz 1 eben Team FBI, auf Platz 2 der Fritzlhof, auf Platz 3 der Landhandel und auf Platz 4 die Ehrlich-Schwestern. Deswegen ist es so, da die Schnelligkeit Hauptkriterium war, und die Sauberkeit aber mit eingezählt hat, kommen wir bei einer Gesamtwertung bei den Team FBI mit 15 Punkten raus auf Platz 1. Yay! Dann haben wir alle drei Teams, haben in den anderen drei Kategorien zusammengezählt 8 Punkte gesammelt. Da gehen wir dann nach dem Punkt Schnelligkeit, das heißt auf Platz 2 ist der Landhandel. Yeah! Wie kann das denn sein, wenn wir besser gedüngt haben als der Landhandel? Moment. Bis meine Schuhe! Ich korrigiere, ich habe einen Fehler reinbekommen. Ich wollte gerade sagen, wie kann das denn sein, dass die anderen zwei schlechter gedüngt haben und ich die gleichen Punkte habe, indem ich besser gedüngt habe? So machen. Ich habe gedüngt. Oder wir, unser auf Team. Auf Platz 2, ich korrigiere, ich habe in der falschen Liste. Moment, Herr Friedrichsen. Moment, bitte. Ja. Kurz warten. Ja. Auf Platz 2. Darf ich sagen? Oder? Ja. Nee, Sie bekommen zum Thema Düngen noch was. Was denn? Erzählen Sie mal. Aber jetzt erzähl erst mal bitte, Harry, dann mach mal gleich. Warte, erzähl mal, was willst du jetzt sagen, Peter? Das würde mich echt interessieren. Auf Platz 2 ist der Fritzlhof. Ja. Ach, das ist Abfahrt. Auf Platz 3 ist der Landhandel und auf Platz 4 sind die Ehrlichschwestern. Hä? Ich hab Ihnen doch gerade was geschickt. Man kann das Urteil einfach mal so hinnehmen. Genau. Bin ich auch der Meinung. Definitiv so. Aber, Also ich versteh's halt nicht, muss ich ehrlich sagen. Was verstehen Sie denn nicht, Herr Manus? Warum sind wir jetzt genau auf Platz 3 nur? Weil sie in der Punkteanzahl die gleichen haben wie die Ehrlichschwestern und der Fritzlhof, aber beim Ansehen auf Platz 3 waren. Beim Ansehen waren wir auf der 2. Nein, wie beim Abschluss. Sie sind zuerst die Speicherfraktionrunde gefahren, dann der Fritzl, dann Sie, dann die Ehrlichschwestern. Das Thema Schnelligkeit beim Ansehen. Sie waren auf Platz 3, um die gesamte Mission abzuschließen. Nein, 2. Wir sind als Zweiter vom Feld gefahren. Also, Herr Friedrichsen, jetzt seid doch mal eben kurz ruhig. Herr Friedrichsen, das stimmt aber. Wir sind als Dritter vom Feld gedingst. Ich habe gesagt, warum habe ich die gleichen Punkte wie der Landhandel und die Ehrlichschwestern, sage ich jetzt mal, obwohl die Teile vergessen haben beim Düngen, aber wir nicht.
Da müssten wir doch beim Düngen einen Punkt oder einen halben Punkt oder was auch immer mehr haben. Aber das ist richtig. Der Landhandel ist Zweiter vom Feld gefahren, also mit dem Ansehen. Ich war noch nie Dritter, Peter. Und Herr Friedrichsen, gucken Sie mal bitte beim Düngen, ne? Schauen Sie da mal genau hin. Dann würde ich die Herren, die jetzt gerade auf den Feldern rumgehen, mal kurz bitten, auf Seite zu gehen, dann kann ich das gerne mal... Sie können gerne zu mir kommen, dann werden Sie es sehen. Wir können ja auch vergleichen, Herr Friedrichsen. Ganz kurz nochmal bitte. Es ist ja jetzt ja nicht so dramatisch, aber Fakt ist eins, also wir sind mit dem Gesamtabschluss, also das Feld fertig angesehen, waren wir der Zweite, der fertig war, nach den Schweizern. Dann sind Fritzl und Manus getauscht, sprich... Aber wir haben doch besser gedüngt! Aber die anderen Dinger waren sie schlechter. Schlechter. Im Flügen das war das, das Einzige, was gut war bei euch. Herr Fritzl, im Flügen waren sie auf Platz 4 und im Ansehen waren sie auf Platz 4. Von der Sauberkeit her. Von der Sauberkeit her. Nur im Düngen waren sie auf Platz 2. Und man muss noch dazu sagen, der hat ja nicht mal das Richtige angesehen. Das ist doch scheißegal, hast du vorhin gesagt. Das ist tatsächlich Nein, wurscht, pass auf, Leute. Also, ist ja auch völlig egal. Ich glaube, damit können wir es gut sein lassen. Peter, was nur wichtig wäre, ist, gibt es jetzt eine Platz 1 bis 4 oder gibt es noch irgendwas anders? Es gibt einen Platz 1 bis 4 und zwar ist es so, der Platz 1 bekommt ein Preisgeld von 75.000 Euro. Der Platz 2 und 3 teilen sich ein Preisgeld von jeweils 50.000 Euro und der Platz 4 bekommt ein Preisgeld von 25.000 Euro. Okay. Sind damit alle zufrieden? Geritzt. Ja, aber wir sollten das nächste Mal, ich werde mal was einreichen. Ich werde mal was einreichen. Dass der Landhandel vielleicht irgendwann mal einfach die Entscheidungen so hinnimmt. Immer die Diskussion hier. Und die diskutieren so lange, bis die den Platz kriegen, den die wollen. Ja. Pass auf, wir mussten bis jetzt nie diskutieren, weil wir immer Erster waren. Das ist schon mal erstens. Und zweitens. Unberechtigterweise. Weil immer alles niedergemacht wurde. Ja! Lüge! Jetzt stammelt er, wo ist er? Nee, aber, und zweitens ist einfach, es ist ja nur so, wir haben es zweiten das Feld verlassen. Das war ja Fakt, oder? Das kann man uns ja nicht absprechen, das ist ja Käse. Wir waren nahezu gleich schnell fertig. Fand ich gar nicht. Auf jeden Fall, in diesem Sinne aber, vielen, vielen Dank fürs Zuschauen, meine lieben Freunde. Ich hoffe, ihr habt es gefallen. Nehmt diese Diskussion am Schluss eher als Spaß hin. Ist nicht jetzt irgendwie böse gemeint, irgendjemand gegenüber. Ne, also das ist easy peasy lemon squeezy alles. Ich fühle mich hart gemobbt durch dich. Was nochmal bitte? Ich fühle mich hart gemobbt durch dich. Ja. Ich kann das hier nicht mehr. Ja, dann geh. Junge, das ist hier kein Spiel mehr. Das ist die wahre Realität. Geht dich löschen, Junge. Ja. Moderier ab. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuschauen. Lasst das Däumchen da. Wir sehen uns morgen. Gewinner! Tschüss.